Ja. So, du musst einfach mal umlenken, dann findest du auch deinen Weg. Da war noch gar nichts. So, jetzt hätten wir das Gleis gebaut. Und jetzt kommt noch das andere Gleis. Die viergleisige Anbindung, die machen wir dann ja, später, wenn wir es brauchen. Wie gesagt, ich glaube, das könnte ja ein Bahnhof werden, wo dann sehr viele Ressourcen umgeschlagen werden. Okay, das ist auch ein bisschen sinnlos, aber ich lasse ihn einfach drin. So, und das Gleis. Ach so, da muss ich ja wieder irgendwie unten durch. Kann man die Brücke irgendwie noch länger machen? Belegt euch Fahrzeug, ey. Sag mal, bist du eigentlich bescheuert? Ist gerade hier am Bauen, dann belegt euch Fahrzeug. Da steht natürlich wieder genau der Pfosten drauf. Es ist doch zum Brechen, ey. Auch ja genau der Pfosten drauf. Oh. Wisst ihr was? Ich baue jetzt einen Tunnel. Fortschrittlicher Holzrahmen. Geleckt hier. Getrollt wird nicht, sage ich da nur. Ist das der Abstand? Nee, ich muss glaube ich noch eins weiter vor. So hier. Und das wird dann hier auch noch an. Oh, das kann ja was werden, die Kreuzung hier. Eieiei. So, okay, dann hätten wir die Strecke fertig. Und dann kann da ein Holzzug. Achso, erstmal ein Lager bauen dafür. Und eine Forschung, die beides abgreift. Ah, jetzt kommt endlich Glas. Aber nur aus dem einen, warum? Ach, ich sehe schon. Oh. Und hier genauso. So, aus dem kommt jetzt was. Ach, hier ist auch wieder. Zack, zack. So, jetzt aber. Jetzt ist die Glasproduktion angelaufen. Genau, das Lagerhaus können wir hinstellen und dann deckt das einfach beides ab. Jetzt brauchen wir nur noch den Zug dazu, der das jetzt hintransportiert. Über diese undurchsichtige Kreuzung hier, die fast schon so ein bisschen labyrinthmäßig
aussieht. Einmal um das Depot. Hier mal die hier. Und die kriegt aber maximal achso, das ist zu lang. Ist halt ein bisschen langsamer, aber die kriegt dann halt, wie gesagt, maximal Bestückung. Was war die jetzt überhaupt? Ja. Die Bretter, genau. Lade voll. Und dann geht's hier runter. Entladen. Na gut, entladen voll. Weiß ich jetzt nicht, ob das sinnvoll ist. Aber so, Elektronikproduktion ist abgeschlossen. Das heißt, wir können Elektronikproduktion 2 machen. Brauchen aber hier das Kupferkabel dazu. Aber das Kupferkabel, das können wir jetzt aus der... ich glaube, die Presse hat das gemacht, ne? Genau. Gut. Das können wir gleich einfach abgreifen, das ganze Zeug. Oh, warum hat der... Warum produziert der hier nichts? Ah, ich sehe schon. Das können wir dort drin lassen. Eine Presse brauchen wir dann. Wie gesagt, wenn dann irgendwann mal der Bedarf an dem ganzen Zeug da höher ist, dann können wir es ja noch ein bisschen ausbauen. Ich baue erstmal zwei Pressen hin, die passen so gut nebeneinander. Und hier gibt es so viele von dem Zeug. Hier ein kleines Lager aufbauen. Oh, ich habe immer Probleme, hier den Button für das Planieren zu finden. Dann hier ein Lager ran. Zack. Ein Input. Ich sehe schon, was hier das Problem sein könnte. Wer errät es? Genau. So, und dann können wir den hier auf das stellen. Und da fängt er auch schon an. 135 Tage dauert das. Glasproduktion ist schon am Ende. Gucken, wann der Zug das erste Mal hier abliefert. Hier kommt das schon an. Also, ich schließe daraus, dass er seinen Weg findet. Größere Zugstaus sind uns jetzt noch weggeblieben. Zum Glück, weil ja, ist ja auch zugtechnisch jetzt nicht so viel los. Warum sind die auf Rot? Haben die nix? Kriegen die nix? Ach, die wird schlicht und ergreifend einfach nichts hintransportiert. Na, dann würde ich mich auch beschweren, dass dort nichts ist. Muss ich übersehen haben, die Mitteilung. Ändern wir das mal schnell. Lade voll. Achso, ich muss natürlich noch das Ziel definieren. Sonst wird das nichts. So, entladen. Und nehmen wir gleich mal 4 Stück her, würde ich sagen. Gut, da oben das mit den Betonträgern. Hier ist auch Kohle ordentlich voll. Ach, egal. Wie gesagt, diese Betonträger, die hier... Oh, guck mal, hier ist aber schon wieder das hier, ne? Also hier geht so ein bisschen Eisenbarren und so. Nachfrage hoch. Diese Träger hier, die kann ich jetzt noch nicht machen. Jetzt wollen die noch den neuen Raum, den haben wir glaube ich auch noch nicht. Hier ist jetzt Holz und das auf. Ja gut, ne, wie gesagt, die wachsen immer mit. Wir könnten natürlich jetzt auch erstmal abwarten. Denn es gibt ja noch meines Wissens nach... Dieselmotor 2, wo es dann auch wieder neue LKWs gibt, die mehr laden können und vielleicht gleicht sich das... Oh, hier gibt es wieder neue Scania, geil.
Vielleicht gleicht sich das dann wieder so ein bisschen aus, wenn wir dann mehr Sachen bekommen. 38 Millionen haben wir schon. Können wir eigentlich mal wieder hier eine Erweiterung machen?